Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena und unsere Tageskarte ist wieder da. Ich hoffe, euch geht es gut, meine Lieben. Ihr seid gesund und munter und bereit, schon die Tageskarte zu schauen und vielleicht Kaffee trinken. So, die Stapel Nummer 1, meine Lieben, und die Stapel Nummer 2. So, ich hoffe, ihr habt schon gewählt, meine Lieben. Wenn du nicht entscheiden kannst, höre bitte 2 Stapel und dann kannst du dich entscheiden. So, die Stapel Nummer 1. Was haben wir hier? Du kannst dich nicht entscheiden. Vielleicht sogar kannst du dich heute nicht entscheiden, soll ich die erste Stapel nehmen oder die zweite. Bitte schreibt mir. Hast du leicht diese Stapel gewählt oder dein Blick auf die 2 gesprungen? Diese Karte uns zeigt, du hast große Wahl. Du hast ganz große, schöne Wünsche. Die können wirklich auch in Erfüllung gehen. Hier ist nur die einzige. Du musst dich entscheiden für etwas. Ich will zum Beispiel Erfolg haben oder ich will zum Beispiel reich werden oder ich möchte in der Liebe Glück haben, ich möchte Wohnung haben oder noch etwas. Hier ist wichtig, sich zu entscheiden. Was steht ganz oben auf deine Liste, auf deine Wunschliste? Ist das Liebe? Ist das Stabilität? Und Punkten schreiben. Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2. Und was ganz, ganz oben steht, sollte zuerst in Erfüllung gehen. So, der Engel der Fantasie. Passt? Passt. Perfekt. Der Engel rät dir, deine Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Er schickt dir neue Inspiration für Projekte, die du schöpferisch ausleben sollst. Lass deine Fantasie freien Lauf und hab Freude daran, etwas Neues auszuprobieren, zu kreieren. Genau, hab keine Angst, nimm etwas. Wenn nicht klappt, kannst du immer etwas verbessern, etwas Neues anfangen. Solange wir leben, können wir das. Stapel Nummer 2, wir haben schon 2. 7. Hier, Mensch, kann sein, dass du heute musst dich schützen. Vielleicht wirst du bombardiert von anderen Menschen, ausgelacht, ausgemobbt, könnte sein. Hier ist wichtig, weil diese Karte sagt, du wirst diese Kraft haben, alles durchzustehen. Du hast genug Energie und verteidige deine Positionen, deine Sicht, deinen Blick, deine Ideen. Alles musst du heute kämpferisch zum Schutz. Das heißt, fest daran glauben, dass du das schaffst. Du schaffst das heute bestimmt. Beschütze deine Grenzen. Setze deine Grenzen heute. Der Engel der Inspiration. Lass deine Fantasie freien Lauf und kreative Energie zu schöpfen. Achte dabei auf neue Gedanken und Ideen, die zu dir kommen. Sie bringen dir die Möglichkeit, Neues zu erschaffen und dich weiterzuentwickeln. Vielleicht neue Ideen musst du erstmal durchstarten, durchzuprobieren, durchzusetzen. Die Botschaft deines Engels: Sei neugierig, schärfe den Blick für die Dinge in deinem Leben und lass dich davon immer wieder inspirieren. Ich sehe, passt. Deine Inspiration wird dir Kraft verleihen, wird dir Energie geben, das durchzustehen, egal was auf dich heute zukommt. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und von euch wünsche ich mehr Kommentare. Vielen Dank. Wer hat letzte Zeit mir Kommentare geschrieben, mich unterstützt? Viele, viele schöne liebe Grüße. Ich wünsche euch, meine Lieben, einen wunderschönen Tag. Viel Glück, viel Spaß, alles Gute
und alles Liebe. Bleibt gesund. Tschüss, Baba.